So, Leute, weiter geht's. Auf zu unserer letzten Mission, könnte man sagen. Also, letzten richtigen Story-Mission, damit wir dann die Hauptstory beendet haben. Nicht die Nebenstory-Mission, was wir da auch noch so alles vollführen können, sondern einfach, dass wir den Vater besiegt haben. Fick dich. Und eintreten und let's go. Könnten zwar ja was Schnelleres gebrauchen, aber wir wollen ja nicht zu sehen. 3000 ist aber schon ein bisschen heftig. Wo soll denn das überhaupt sein, das Teil? Zack, zack. Ah, also doch, genau so wie ich mir's gedacht habe. Genau dort. Ja, auch von einem Ende zum anderen Ende ist es schon ein bisschen. Also quasi bis zur Mitte ist es doch ein bisschen heftig. Und damit in der Schicht können wir das vielleicht kaputt machen. Können wir das? Schauen wir sie nur da kurz ein bisschen rundherum das an. Nope. Passt. Erledigt. Weiter geht's. Ist kein Schrein. Ha, da sieht man gleich mal das Zeichen von denen. Könnten eigentlich auffliegen. So weit wie es geht natürlich rauf und dann mit einem Wingsuit. Mal so weh dieses Jahr dann irgendwie auch wieder nicht. Das ist sicher nicht der höchste Punkt. Das ist sicher nicht der höchste Punkt. Aber da war eine geile Statue davor. Davor war eine geile Statue da. Nein, bitte nicht. Wie hoch können wir eigentlich rauf mit dem? Wetten, das hört dann auf zu fliegen, aber einer gewissen Höhe. Dabei passiert noch nichts, dabei fliegen wir immer weiter auf. Ah, geil. Ah, geil. Oh mein Gott, wie geil. Und wieder weiter auf. Geil. Oh mein Gott, wie geil. Na gut, aber mit uns. Thanks you. Nice. Bye bye. Dann sehen wir wenigstens, wie es mir geht. Hoffe ich mal zumindest. Nicht, dass es spurlos verschwindet. Und. Oh, das fliegt doch, das fliegt doch, das fliegt noch. Alter, wie lang fliegt das bitte noch, das Teil? Oh mein Gott, wie geil. Also wie alles begann. Hallo. Tja. Ich hab mir die Landung ein Schauen wir mal, wo wir landen. Weil ich will nicht wieder so weit. Ernsthaft, 600. 600 ist Arsch. Ha, Schnellreise. Wenn es möglich ist, wieso nicht? Auf zu Schnellreise. Passt! Können wir nicht mal die Waffe rausziehen? Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt. Hi!
Als der Schlamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren im Namen Gottes. Du hast meine Familie zu Märtyrern gemacht. Und ich mache dasselbe mit deiner. What the fuck? Ach du Scheiße. Aber Gott beobachtet uns. Er wird uns nach unserer Entscheidung in diesem Moment richten. Ich sagte doch, wir leben in einer Welt am Abgrund, wo jede Untat, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung unsere Sünden zeigt. Und wohin führten uns diese Sünden? Wohin haben sie dich geführt? Deine Freunde wurden gefangen und gefoltert. Und du bist schuld. Zahllose Menschen sind gestorben und du bist schuld. Die Welt steht in Flammen und du bist schuld. Geil! War es das wert? Ja, eigentlich schon. Wirklich? Immer doch. Wann wirst du endlich erkennen, dass sich nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen lässt? Als du zum ersten Mal hier warst, gab ich dir die Chance, einfach zu gehen. Du hast abgelehnt. Und im Angesicht Gottes gebe ich dir diese Chance. Ein letztes Mal. Leg die Waffen nieder. Und nimm deine Freunde. Du lässt mir meine Herde. Und gehst in Frieden. Geh in Frieden. Du bist doch völlig krank. Ist er das? Mann, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Und bedenke, Gott beobachtet dich. Widerstand leisten, weggehen, Widerstand leisten, auf alle Fälle. Jede Kränkung, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung zeigt unsere Sünde. John lag falsch. Deine Sünde ist nicht Jezon. Du würdest die Welt eher leiden und brennen sehen, als deinen Stolz zu schlucken. Und der Schlamm tat das sechste Siegel auf und erwacht ein großes Erdbeben. Die Sonne ward schwarz und der Mond ging. Damn! Oh fuck. Passt. Alle retten. Schnell, schnell retten, sonst sterben's. Fuck. Passt. Schnell. Wiederbelebt. Na moin. Passt. Passt. Oh. Okay. Nice. Weg. Einfach nur weg. Und wiederbelebt. Komm, 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 komm. Passt. Komm, 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 wiederbelebt. Ha! Alle drei. Gleichzeitig. Perfekt. Na, wir brauchen definitiv eine andere Waffe, wenn wir sonst keine Munition haben.
Komm, 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 komm. Ha! Definitiv noch lange nicht vorbei. Machen wir schnell Heilung. Perfekt. Nee, 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 geh weg, geh weg, geh weg von ihm, geh weg von ihm. Passt. Dann können wir den schnell heilen. Perfekt. Noch zwei. So, zack, zack. Niemanden wiederbeleben, niemanden wiederbeleben. Na, na, na. Passt. Komm, 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 komm. Ah, sieht das ausgeführt? Ist eine gute Frage. Gut. Bad. Wir alle auf einen drauf. Böllern, dieser heftige Alter. Dieser heftige Sarge, Alter. Das ist Sarkas Vater Joseph Feld. Passt. Ich glaube, eine Runde haben wir noch. Wir fixen noch eine Runde. Von dem einen Gebiet, dann von dem anderen Gebiet und dann noch vom dritten Gebiet kommen uns dann noch die Leute. Fuck. Aufpassen. Schön kurz aufpassen. Fuck. Alter. Muss ich mal in der Viere kommen, Alter, damit du überhaupt mal einen erledigen kannst. Einmal von meinen Leuten. Hm. Mehr. Passt. Zack. Einer weniger. Perfekt. Passt. Next. Haben wir wieder einen mehr. Perfekt. Perfekt. Wieder einer mehr. Okay, komm, das muss schnell gehen. Zack. Den nochmal gleich wieder beleben, wenn wir eh nicht angeschossen werden. Und noch einer schnell. Zack. Bitteschön, alle Hammer! Ha! Ich muss alle Fälle heilen, passt. Und niederstrecken. Wieso eigentlich auf mich immer? Oh, nice. Geil. Vergib ihn, Vater. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Als der Schlamm das siebte Siegel aufbrach, wurde es ganz still im Himmel. Dann sah ich die sieben Engel und sie erhielten sieben Posaunen. Da kam ein Unheil. Donner und Blitze. Die Erde bebt. Joseph Seed, Sie sind verhaftet. Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den sieben Engeln zu: Geht eurer Wege und gießt die sieben Schalen mit Gottes Zorn über die Erde aus. Fuck. Ach du Scheiße, was hat er getan? Es ist vollbracht, Kind. Amen. Oh mein Gott. Sing Grace. How sweet. Ist das geil. Los, 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 los. Bewegung. Anschlappen.
Jetzt können wir auch noch fahren, super. Auch noch jetzt extra in den Bunker, eine geil. Ich war ja schon. Oh, geil. Fuck. Ach, du Scheiße, so ein geiles Ende. Da geht ja alles nieder, Alter. Bist du Depp, da geht ja alles nieder. Der Wahnsinn. Ah, wir sind dann danach definitiv radioaktiv verstrahlt. Definitiv, 100%, das kann man keiner erzählen. Das musst du nicht erzählen. Oh fuck. Und genau, er hat es rausgeschafft. Scheiße. Geil. Vielleicht sogar? Dies ist das Notfallsignal. Suchen Sie sofort einen Schutzraum auf. Suchen Sie sofort einen Schutzraum auf. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ah, oh, dann doch nicht. Passt. Haben wir schon gedacht, vielleicht hintergeht er uns. Was das bedeutet. Es bedeutet, die Politiker schweigen jetzt. Es bedeutet, die Unternehmen wurden ausgelöscht. Es bedeutet, die Welt wurde geläutert durch Gottes gerechtes Feuer. Aber vor allem... bedeutet es, ich hatte recht. Der Kollaps ist gekommen. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Ich habe so lange gewartet. Ich habe so lange gewartet, dass die Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat, endlich wahr wird. Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Und du hast sie mir genommen. Tja, ich war halt besser. Ich sollte dich töten für das, was du getan hast. Aber du bist alles, was mir bleibt. Du bist meine Familie. Was? Und wenn du dich bereitest für die Wiedergeburt, treten wir zurück ans Licht. Dein Vater. Und du bist mein Kind. Ha. Und gemeinsam marschieren wir zum Tor von Eden.
Oh, wenn das jetzt wirklich passiert. Ach du Scheiße. Oh, geil. Story haben wir beendet, Leute. Nice. Können wir gleich mal überspringen und dann die Nebenmissionen und alle Sachen, was noch zu tun ist, werden wir noch machen. Alle Story-Missionen, was es noch gibt. Alle Nebenquests, alle Sammelobjekte, alles werden wir machen. Oh, geil. Der Grund, dass er ausschaut. Natürlich fortsetzen.